Moin und herzlich willkommen zum Europawahl-Büchertag. Dieser Tag wurde von den Book Friends Forever und der lieben Anka vom Kanal Ankas Geblubber ins Leben gerufen. Sie wollten mit dem Tag an den europäischen Gedanken, aber auch an die Europawahl erinnern, die jetzt am Sonntag, den 26.05., stattfindet. Und sie wollten auch damit einen Impuls setzen, dass man doch seine Chance nutzen soll, wenn man ein Wahlrecht hat. Ja, diesen Gedanken unterstütze ich sehr, sehr gerne. Ich wollte eh mitmachen, habe die Bücher zu den Aufgaben schon rausgesucht und dann hat mich eine Nachricht von der lieben Ruth vom Kanal Zwischen tausend Zeilen erreicht, dass sie mich gerade in ihrem Video getaggt hat. Das passt natürlich umso besser, weil ich eh mitmachen wollte. Schaut auf jeden Fall auch bei ihrem Video vorbei und auch bei den Book Friends Forever und bei lieben Anka. Es haben aber auch noch andere mitgemacht. Also ich fand die Aufgaben wirklich klasse und auch den Gedanken dahinter einfach. Und wenn ihr jetzt wissen möchtet, was denn Bücher überhaupt mit der Europawahl zu tun haben, dann bleibt gerne dran, denn das werdet ihr gleich in den Aufgaben sehen. Wir fangen jetzt auch gleich an mit der ersten Aufgabe. Erstens, Mitgliedstaaten. Die EU ist ein Verbund aus 28 Mitgliedstaaten. Stell dich vor dein Bücherregal und zähle das 28. Buch ab. Welches ist das? Ja, ich war sehr gespannt und es ist dieses hier geworden. Das Buch von Wolfgang und Heike Holbein. Das ist ein, ja, Fantasy-Roman, in der es Hüter gibt, die das Geheimnis bewahren, dass es eine geheime Bibliothek gibt, ein riesiges Archiv, wo das gesamte Leben von den Menschen notiert wird. Aber wenn dieses Geheimnis in falsche Hände gerät und diese Macht ausgenutzt wird, dann kann die Realität verändert werden, wenn in den Büchern etwas anderes reingeschrieben wird als die Realität. Und so muss unsere Protagonistin Leonie, ja, ihr Geheimnis hüten und immer wieder überlegen, ist das jetzt gerade Realität oder wurde diese gerade verändert? Ja, hat mir damals gut gefallen. Ich war zwischendurch immer ein bisschen verwirrt, genauso wie Leonie, weil ja die Realität immer wieder verändert wurde und man das als Leser auch nicht immer sofort mitgekriegt hat. Aber die Idee fand ich richtig klasse und ich hätte schon Lust, das nochmal zu lesen. So, kommen wir zur zweiten Aufgabe. In Vielfalt vereint. Dies ist der Wahlspruch der EU. Zeige ein Buch, in dem Diversität bzw. Vielfalt eine Rolle spielt. Und ja, also da ist mir sofort irgendwie der Zirkus ins Gedächtnis gesprungen. Ich habe ja einige Zirkusbücher und ja, da ist Vielfalt natürlich ein sehr, sehr großes Wort. Ich habe mich jetzt letztendlich für den Mitternachtszirkus von Darren Shan entschieden. Ich hätte aber auch andere Zirkusbücher in die Kamera halten können. Aber hier ist es halt nicht nur ein Zirkus, wo verschiedene Nationalitäten aufeinandertreffen, verschiedene Hautfarben und verschiedene Kulturen, sondern eben auch verschiedene Wesen. Und es gibt hier drin auch noch eine Freakshow, also denn auch noch in dieser Hinsicht gibt es unglaublich viel Diversität und wie die sich zusammenraufen in einem Zirkus und ja auch zusammenhalten müssen und zusammenschweißen, obwohl sie so verschieden sind. Natürlich gibt es dadurch auch ziemlich viele Konflikte, aber ja, das ist mir sofort eingefallen. Ein Zirkus ist natürlich sehr, sehr bunt, sehr, sehr vielfältig und gerade auch, weil es eben auch noch verschiedene Wesen gibt. In diesem Buch geht es eigentlich um den Darren. Das ist ein normaler Jugendlicher, bis er irgendwann zu einem Halbvampir wird, ja, durch ein Missgeschick könnte man sagen, und er dadurch auch in den Mitternachtszirkus ja, ziehen muss, damit es nicht auffällt, dass er eben jetzt ein Halbvampir ist und er ja seine Schuld begleichen muss, nur weil er sich nachts rausgeschlichen hat zu dieser Freakshow mit seinem Kumpel. Ja, ich möchte nicht immer zu viel sagen. Wenn ihr darüber mehr sehen möchtet, dann guckt entweder in meine Lieblingsreihen, in mein Lieblingsreihen-Video hinein oder in mein Zirkus-Special, wo ich alle meine Zirkusbücher vorgestellt habe. Da erzähle ich etwas mehr davon. Kommen wir nun zur dritten Aufgabe. Und zwar ist das Toleranz. Europa ist bunt und so soll es bleiben. Zeige ein Buch mit einem bunten Cover. Ja,
Ich warne euch schon mal vor, eigentlich wollte ich das schon vorher machen, dass ich zu manchen Aufgaben mich nicht entscheiden konnte und deswegen mehrere Bücher rausgesucht habe. Und das ist jetzt hier in diesem Fall auch so, dass ich einfach mehrere Bücher, weil ich die alle so toll bunt fand und alle so passend. Und da werde ich euch jetzt auch nicht viel dazu erzählen. Zum einen habe ich hier diese Ausgabe von Alice im Wunderland bzw. Alice Abenteuer. Der Schuber ist sehr bunt, also die Bücher drin sind relativ schlicht gehalten, aber der Schuber ist auf jeden Fall sehr bunt. Und zu Alice im Wunderland muss ich ja wahrscheinlich auch nicht so viel sagen. Dann habe ich hier ein Kinderbuch von mir, von damals, Lilliflosse und der Seeteufel von Cornelia Funke. Und ich finde, hier ist auch ja, jede Farbe eigentlich enthalten. Auch ein sehr, sehr schönes Kinderbuch von damals. Dann ist mir eingefallen, Stravaganza statt der Sterne. Das ist jetzt so nicht das bunteste, aber mir ist eingefallen, dass unter dem Schutzumschlag ein Regenbogen hervorkommt und ich liebe einfach dieses Cover. Dann auch noch mit diesem Pegasus vorne drauf, mit dem Schwarzen. Also das auf jeden Fall auch schön, regenbogenbunt. Und denn es zieht sich heute so ein bisschen durch, habe ich wieder ein Zirkusbuch und zwar Mein Abenteuer mit dem Zirkus Pimperello. Das ist ja ein. Ja, auch ein Kinderbuch von mir damals, das ist sogar personalisiert. Das heißt, ich habe hier einen eigenen Auftritt mit meinen Freunden und meiner Familie, was sehr, sehr Besonderes ist, was aber auch heutzutage man immer noch machen kann, so welche personalisierten Kinderbücher, was ich echt, echt klasse fände. Ja, das waren meine buntesten Cover und ich muss sagen, das war gar nicht so einfach. Also ich habe gar nicht so viele bunte Cover. Das waren eigentlich schon alle, die wirklich sehr, sehr bunt sind. Und weiter geht's mit viertens Sprache. In den 28 Mitgliedstaaten der EU werden 24 Amtssprachen gesprochen. Zeige ein Buch, das dich sprachlich beeindruckt hat. Und auch hier habe ich jetzt zwei. Und zwar ein Buch, was mich kürzlich erst beeindruckt hat und eins, was ja, stellvertretend für einen Autor steht, der mich einfach immer wieder begeistern kann. Und jetzt komme ich aber erstmal zu einem, was mich kürzlich begeistert hat. Und zwar ist das Das Herz der Nacht von Fabienne Siegmund. Wieder ein Zirkusbuch. Und ja, hat mich die Sprache begeistert, weil sie unglaublich poetisch, unglaublich symbolisch und ja, einfach zauberhaft geschrieben ist und man sich so richtig reinfallen lassen kann und wegträumen lassen kann. Hier geht es um einen, ja, einen Berufszauberer, der seine Freundin verliert, beziehungsweise diese verschwindet auf einmal. Seltsamerweise ist auch dort, wo er lebt, auf einmal kein Tag mehr. Es ist nur Nacht und ja, zur gleichen Zeit verschwindet sie. Und er macht sich auf der Suche nach ihr und findet sie irgendwann in einem Zirkus. Sie kann sich aber an ihn nicht mehr erinnern, aber sagt ihm, dass sie in diesem Zirkus jetzt noch einen Zauberer bräuchten und er doch da bleiben kann. Und er versucht nun, ja, ihre Erinnerungen wieder hervorzurufen und lernt dabei auch noch die anderen, Zirkusartisten kennen. Und auf diesem Zirkusgelände ist irgendwas sehr, sehr seltsam. Und er muss nun diesen Fluch scheinbar brechen, damit sie sich an ihn erinnern kann. Es ist eine wirklich sehr, sehr zauberhafte und poetische Geschichte, aber auch die Sprache passt einfach perfekt dazu. Und ich habe es richtig genossen, das zu lesen. Aber ja, ich weiß nicht, wenn ich an Sprache und an Wortwitz denke, dann ist für mich der Meister einfach Walter Mörs. Und ich habe hier stellvertretend Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmar mal rausgeholt. Das ist jetzt nicht mein liebstes Werk von ihm tatsächlich. Aber ich habe jetzt tatsächlich das gewählt, weil es hier auch viel um Sprache geht, also inhaltlich. Hier geht es eben um Prinzessin Insomnia, die nicht schlafen kann. Und sie hat halt so ein eigenes Hobby und sie denkt sich immer selbst Wörter aus oder hat immer so eine eigene Liste, also so eine imaginäre Liste, wo sie besondere Wörter sammelt. Und ja, das wird zu Anfang dann halt thematisiert und es ist total schön, was sie sich da alles ausdenkt und was unsere Protagonistin sich ausdenkt. Und es ist halt auch farbig abgesetzt.
Könnt ihr das sehen? Also die Schrift ist teilweise auch farbig. Und ich finde einfach, was Walter Mörs schafft an Wortwitz und Wortspielen auch und ja auch Anagramm und was er alles mit einbaut, es ist gleichzeitig lustig, verrückt, aber auch unglaublich intelligent. Und deswegen kann ich eigentlich hier nur Walter Mörs nennen. Mir ist eben gerade noch eingefallen, das habe ich dann aber vergessen rauszusuchen. Der Name des Windes von Patrick Rothfuss ist auch noch mal so ein Werk, was mich sprachlich sehr begeistern konnte. Ja, ein High-Fantasy-Werk, was sich sehr, sehr viel Zeit nimmt und wo ich die Sprache auch wirklich klasse fand. Ja, also das kann ich dazu sagen. Fünftens, Zusammenhalt. Die EU ist ein Verbund, ein Zusammenschluss. Zeige ein Buch, in dem Zusammenhalt eine große Rolle spielt. Auch da konnte ich mich nicht entscheiden, weil ich da drei Bücher gefunden habe, die alle so gut dazu passen. Und eine Reihe, die ich immer wieder zeige, weil sie einfach zu meinen Lieblingsbüchern und Lieblingsreihen gehört, die aber gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und deswegen kann ich sie immer mal wieder bei Tags zeigen. Das finde ich ganz klasse. Und zwar ist es Dancing Jacks. Das Zwischenspiel ist der zweite Band der Reihe, habe ich mir aber ganz bewusst ausgesucht, denn im Zwischenspiel geht es um die Außenseiter, die eben nicht von der bösen Macht dieses Buches von Dancing Jacks, das ist ein Buch in dieser Geschichte, und von diesem Buch werden halt alle Menschen in den Bann gezogen und verändert. Und nur diese Außenseiter sind scheinbar immun gegen dieser Macht. Sie sollen jetzt in einem bestimmten Camp eingewiesen werden und in diesem Camp halt, ja, eine Gehirnwäsche unterzogen werden, sodass sie denn doch noch von dieser Macht, von diesem Buch irgendwie einverleibt werden. Aber ja, sie schließen sich zusammen und ganz unterschiedliche Charaktere, wo man denken würde, die würden niemals im echten Leben Freundschaft schließen, schließen sich zusammen und halten auch zusammen. Und da entstehen so tolle Freundschaften und es wird sich auch charakterlich sehr weiterentwickelt und es gibt Überraschungen, wo man selber mit nicht gerechnet hätte. Das war jetzt nicht richtig, egal, ihr wisst, was ich meine. Bei einer Figur, dass die sich so wandelt oder was hinter der Figur noch alles steckt. Und ja, ich war sehr, wirklich sehr, sehr berührt hier, aber es hat auch sehr, sehr viel ja, schwarzen Humor, sehr, sehr viel Sarkasmus und sehr, ja, Dark Fantasy ist das schon. Also kann ich nur empfehlen, diese Reihe. Ich habe auch eine, ja, Reihenrezension dazu gemacht. Das war allerdings mein erstes Büchervideo. Also wenn ihr da reinschaut, dann erschrickt nicht. Dann habe ich mir für diese Aufgabe noch die Dämonenakademie der Erwählte von Taran Mataru ausgesucht. Hier ist Zusammenhalt auch so, spielt auch so eine große Rolle, weil es hier in einer High-Fantasy-Welt spielt, in der es ja, Menschen, Elfen und Zwerge gibt. Und zwischen diesen Völkern ja, gibt es sehr, sehr viele Vorurteile, sehr, sehr viel Hass. Und auf einer ja, Dämonenakademie, auf der Schule, gibt es halt normalerweise nur Menschen. Und jetzt wurden aber, um der Liebe Frieden willen, um so ein bisschen guten Willen zu zeigen, halt auch ein Zwerg und eine Elfe aufgenommen. Aber denen wird sehr viel Hass und Misstrauen entgegen gebracht, aber auch von den Elfen und den Zwergen kommt genauso viel Misstrauen zurück. Aber es gibt hier halt eben auch eine Freundschaft, die entsteht und besonders der Protagonist Fletcher, das ist so ein toller Junge, der sich einen Scheiß drum schert, was andere denken und wirklich ein sehr, sehr offenherziger Mensch ist und sofort mit den beiden Freundschaft schließt. Was heißt sofort? Das entwickelt sich natürlich auch erst. Aber hier ist auch ein Zusammenhalt wirklich gegeben. Und so ähnlich ist das in dem Kinderbuch Funklerwald von Stefanie Taschinski. Auch so ein wunderschönes Kinderbuch. Hier geht es um einmal das Luchsmädchen Lumi, genau. Und sie wohnt eben im Funklerwald mit verschiedenen
anderen Tieren und nun zieht eine Waschbärfamilie in diesen Wald und sie werden misstrauisch beäugt. Sie sehen ja auch so düster aus mit ihren schwarzen, umrandeten Augen und man sagt, dass sie stehlen würden und dass sie überhaupt nicht in diesen Wald hineinpassen würde. Aber Lumi hat erst Angst vor diesen Waschbären, aber irgendwann freundet sie sich an mit dem Waschbärjungen Russ oder Russ. Hier sind sie nochmal aufgezählt. Und die beiden werden dicke Freunde und versuchen dann auch die anderen dazu zu animieren, dass sie doch näher zusammenrücken sollen und ein bisschen mehr Toleranz zeigen sollen und ein bisschen mehr offenherzig sein sollen gegenüber anderen Tieren. Und das kann man ja auch alles symbolisch sehen und finde ich, deswegen passt sehr, sehr gut hinein. Es hat auch noch so einen Touch Magie und das hat mir wirklich gut gefallen. Es hat wunderschöne Illustrationen, kann ich nur empfehlen zum Vorlesen und zum Selberlesen. Sechstens, Klimaschutz. Wir müssen dringend an unseren Klimazielen arbeiten, um unsere Erde zu schützen. Zeige ein Buch, welches ein wundervolles Setting in der Natur hat. Und da sind mir sofort zwei Bücher eingefallen, die echt super passen zu dieser Aufgabe. Und zwar von dem Autorenpaar Brandes und Ziemek habe ich zwei Bücher. Zum einen ist das Ruf der Tiefe und Schatten des Dschungels. Und wie die Namen schon sagen, sind hier einmal das Meer, die wunderbare Natur, Schauplatz und dann der Dschungel. Und was bei denen so besonders ist, dass hier auch wirklich die Umwelt in den Vordergrund rückt. Denn ich weiß gar nicht, wer von den beiden, aber einer davon ist Biologe und die andere ist tatsächlich Autorin, die sich aber auch sehr für den Naturschutz einsetzt. Und ja, hier ist es eher so eine Art Dystopie, wo Menschen auch unter Wasser leben und auch teilweise, ja, Tiere immer so als Gefährten an die Seite gestellt bekommen und hier hat unser Protagonist, glaube ich, so eine Art Kraken. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich es gelesen habe, aber es geht auch wirklich immer viel um Natur und Naturschutz. Und was schon ein bisschen näher dran ist, also was ich in letzter Zeit erst, gut, ist auch schon ein bisschen her, aber es ist nicht ganz so weit weg, ist Schatten des Dschungels. Und hier geht es halt eben auch darum, den Dschungel zu schützen, auf Demos zu gehen. Also die Protagonistin, die setzt sich hier wirklich extrem auch wirklich für den Dschungel ein und geht dann auch auf eine Expedition, wollte ich gerade sagen, aber halt auf eine Reise, wo sie den Dschungel mehr kennenlernt. Es wird dann nachher auch ein bisschen mehr zum Thriller, wo sie dann auch in dieser Welt überleben muss, wo man den Dschungel dann hautnah erlebt, aber eben auch darum, dass es abgeholzt wird und was da, ja, was mit der Natur durch den Menschen passiert. Und ich finde, ja, das passt einfach perfekt. Das sind beides sehr, sehr, eigentlich sehr unberührte Schauplätze, Naturschauplätze, also unter Wasser und der Dschungel. Und eben durch dieses Autorenpaar, Biologe und Naturschützer, fand ich das sehr, sehr passend. Siebtens, offene Grenzen. Sie ermöglichen uns freies, uneingeschränktes Reisen. Zeige ein Buch, in dem viel gereist wird oder alternativ ein Buch, in dem Grenzen überschritten werden. Da habe ich auch ein Buch, wo beides der Fall ist. Denn hier in dem Buchspringer von Mechthild Gleeser wird sehr viel gereist, allerdings nicht im herkömmlichen Sinne durch die Welt gereist, sondern in verschiedenen Büchern wird gereist, denn unsere Protagonistin hier hat die Gabe, dass sie in Bücher hineinspringen kann, in verschiedene Bücher hineinspringen kann und sich dort mit mit den Figuren unterhalten kann und sie soll da für Recht und Ordnung sorgen. Und also in dem Sinne überschreitet sie ja auch Grenzen und reist halt eben sehr, sehr viel. Das Ganze spielt in Schottland, wenn ich das
richtig in Erinnerung habe. Und ja, es geht halt in der Literatur, also man lernt hier sehr, sehr viele Klassiker kennen, beziehungsweise findet hier sehr, sehr viele Klassiker wieder und auch sehr, sehr viele Lieblingsfiguren aus den Klassikern. Und die Welt der Literatur gerät so ein bisschen ins Chaos und unsere Protagonistin muss das wieder gerade rücken. Hier waren sehr, sehr viele tolle Ideen dabei und hat mir viel Freude gemacht, das zu lesen. Achtens, Europa. Zeige ein Buch, dessen Geschichte in mindestens einem europäischen Land außer Deutschland spielt. Ja, da habe ich mich jetzt mal für diese Reihe hier entschieden von Rainer Maria Schröder. Das ist eine vierteilige Reihe, nennt sich, glaube ich, die Falkensaga oder die Falkenreihe. Und ich habe jetzt hier den Band Auf der Spur des Falkens. Ich glaube, das ist der zweite oder dritte Band der Reihe und der spielt eben in Frankreich, aber es wird in dieser Reihe auch sehr viel gereist. Also ich hätte es im Grunde auch für die Frage oder für die Aufgabe davor nehmen können, denn wir befinden uns im ersten Band in Deutschland. Im zweiten Band, wenn das jetzt der zweite Band ist, ich glaube, das ist der dritte, ist ja auch egal. Im zweiten Band befinden wir uns in England, im dritten dann in Frankreich und im vierten in Ägypten, was denn jetzt nicht mehr unbedingt Europa ist. Aber es wird auf jeden Fall sehr viel gereist und in Frankreich, das ist ja auf jeden Fall ein europäisches Land, befinden wir uns hier. Und ich liebe diese Reihe. Es ist wirklich ein Geheimbund-Abenteuer-Roman beziehungsweise Reihe. Spielt im historischen Europa 1830 und ja, es geht um einen Jungen, der von seinem Vater einen Gehstock geerbt bekommt und der birgt wohl ein Geheimnis und viele wollen sich diesen Gehstock unter den Nagel reißen. Er muss fliehen und möchte aber das Geheimnis um diesen Gehstock auch herausfinden. Und es ist so eine Art, ja, vielleicht so ein bisschen Indiana Jones, Schatzsuche-Geschichte. Und ja, wirklich, wirklich abenteuerlich, actionreich und mit vielen tollen Protagonisten und Figuren. Und es ist wirklich, wirklich klasse. Neuntens, Wahlrecht. Es zu besitzen ist nicht selbstverständlich und wir können froh sein, unser Kreuz setzen zu dürfen. Zeige ein Buch, in dem es darum geht, die Wahl zu haben oder diese zu erkämpfen, um Dinge zu verändern. Ja, da ist mir auch was Tolles eingefallen und ich dachte erst, das wird mir sehr, sehr schwer fallen, aber dann ist mir diese Art von Buch eingefallen, dachte, das ist doch perfekt. Und zwar ist das ein Fantasy-Spielbuch. Der Reiter der schwarzen Sonne, nicht der, sondern Reiter der schwarzen Sonne von Sven Harder. Ich weiß nicht, ob ihr Fantasy-Spielbücher kennt. Das sind Bücher, in denen man als Leser entscheiden kann, wie die Geschichte weitergeht. Nach einem bestimmten Absatz gibt es mehrere Möglichkeiten, ja, wo man sich dann entscheiden kann. Und hinter jeder Möglichkeit steht dann wieder eine Nummer oder eine Seitennummer, wo man weiterlesen kann. Und dann geht das wieder von vorne los. Wieder neue Möglichkeiten. Und dieses Buch ist wohl das dickste, beziehungsweise das Fantasy-Spielbuch mit den meisten Entscheidungsmöglichkeiten, ich glaube irgendwie über 1000. Also ihr seht hier, da sind ja immer die Nummern davor, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das ist eine Art von Buch, die ich ja erst vor 2 Jahren entdeckt habe, schon aber seit den 80er Jahren vorhanden ist. Und ja, wenn der Leser hier drin die Wahl hat, das Wahlrecht hat, zu wählen, sich zu entscheiden, wie das Buch weitergeht, dachte ich, passt das doch perfekt zu dieser Aufgabe. Aber nicht nur die Art und Weise passt, sondern eben auch der Inhalt, denn wir wachen hier, also der Protagonist ist sozusagen der Leser, weil er sich dann ja auch entscheiden kann, wie er weiterverfahren möchte. Und der Leser schlüpft in die Rolle ja, eines Ugarit. Das ist ein Meister der Nacht und er wacht auf ohne Erinnerung. Er weiß nur, er hat was Schreckliches getan, denn neben ihm liegt eine Leiche und er hat scheinbar ja, diesen König, ich glaube, es ist ein König gewesen, erstochen. Aber er weiß nicht mehr, warum er das getan hat und auf welcher Seite er steht. Es gibt die Dunklen und die Hellen, wobei nicht bedeutet, dass die Dunklen die Bösen sind und die Hellen die Guten. Also da gibt es viele Grauabstufungen und nachher muss der Leser sich eben entscheiden,
wählen, ja, auf welche Seite er sich schlägt. Und ja, durch den Erinnerungsverlust ist das eben möglich. Und deswegen dachte ich, passt das doch hier sehr, sehr schön. Wirklich eine tolle Art von Buch, wenn man mal noch mehr in das Buch hineinschlüpfen möchte und dein eigenes Abenteuer erleben möchtest. Und jetzt kommt schon die letzte Frage. Und zwar zehntens, dein Europa. Was bedeutet Europa für dich? Zeige ein passendes Buch oder Buchcover. Ja, das fand ich schwierig, weil sehr, sehr viel schon genannt wurde, wofür Europa für mich steht. Also diese Vielfalt, dieses Bunte, wäre mir auch sofort in den Kopf gekommen und Toleranz und so weiter. Das wäre auf jeden Fall in meinem Kopf gekommen. Aber ich habe mich jetzt für Sicherheit und Wohlfühlen irgendwie entschieden, denn es ist wirklich ein Glück, dass wir hier wohnen und nicht woanders, wo man Angst haben muss, vor die Tür zu gehen, wo Krieg herrscht, wo ja, man einfach nicht so aufgehoben und sich so sicher fühlen kann. Und deswegen habe ich mich jetzt für Wohlfühlbücher entschieden, weil man sich hier einfach sicher und wohl und ja, aufgehoben fühlen kann. Natürlich gibt es immer überall Gefahren, das ist klar, aber so gefährlich, wo in anderen Brennpunkten ist es hier nicht. Und deswegen habe ich mich für zwei Wohlfühlbücher entschieden. Einmal ist es das Wolkenschloss von Kerstin Gier, spielt zur Weihnachtszeit im Winter in einem Hotel auf dem Berg, und zwar ist unsere Protagonistin Fanny Funke, die ein Praktikum in diesem Hotel macht und ja eigentlich jede Abteilung des Hotels mal durchläuft. Und ja, sie lernt alle möglichen Kollegen dort im Hotel kennen, die dort angestellt sind. Es gibt ganz viele schrullige und liebenswürdige Charaktere, die man kennenlernt. Aber nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Gäste sind unterschiedlich und haben jeder so ihr kleines Geheimnis. Und es kommen so kleine Kriminalfälle, kommen dann auch noch ins Spiel. Kleine Liebesgeschichten auch noch, aber einfach diese Atmosphäre, dieser Humor von Kerstin Gier und diese wunderschönen Charaktere, die halt so lustig ausgearbeitet werden, macht dieses Buch zu einem wirklich tollen Wohlfühlbuch. Eben auch diese weihnachtliche, winterliche Atmosphäre ist wunderschön. Und kein Tag ohne Harry Potter. Natürlich ist Harry Potter für mich das Wohlfühlbuch schlechthin. In dieser Welt fühle ich mich einfach geborgen und ist so ein zweites Zuhause, wie auch Harry Potter, ja, Hogwarts für das große, für sein Zuhause hält, und so ähnlich ist es bei mir auch. Deswegen habe ich natürlich auch noch mal Harry Potter rausgesucht. Ja, das war's von dem Europawahl-Büchertag. Jetzt habe ich mir gar nicht Gedanken gemacht, wen ich taggen möchte. Ich tagge jetzt einfach mal die liebe Sarah von A Court of Wanting Books, die liebe Kali von Kalis Books, die liebe Julia von Leseritter, die liebe Jenny von Jennys Lesestoff und das war's, weil ich jetzt gerade mir niemand einfällt. Falls ihr schon getaggt wurdet, übersieht das einfach. Und wenn jetzt auch am Sonntag schon die Europawahl ist, macht trotzdem mit, weil ich finde, die Fragen, die Aufgaben kann man danach auch noch gut beantworten und passen ja trotzdem noch, haben ja ihre Gültigkeit dadurch nicht verloren. Jugut hatte auch schon vorgeschlagen, falls ich es nicht rechtzeitig schaffe vor der Europawahl, ich soll doch den Tag einfach Europa-Bücher-Tag nennen. Das könnt ihr ja auch machen. Also ich tagge auch jeden, der Lust dazu hat. Ich hatte ja auch erst vor, mitzumachen, ohne getaggt zu werden. Und auch ihr da draußen, die Zuschauer, schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Tag haltet. Und ja, vielleicht habt ihr ja zu ein, zwei Aufgaben auch Lust, eure Antworten in die Kommentare zu schreiben oder aber auch zu allen, wie ihr möchtet. Da freue ich mich immer sehr drauf. Und ja, jetzt sind wir durch, und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne, lesereiche Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.